Liebe Geschwister, ich ähm, möchte euch auch herzlich grüßen von hier aus, aus der Gemeinde. Ähm, ja, wir sind froh und dankbar, dass wir die Freiheit haben, diesen Gottesdienst jetzt hier auszustrahlen. Wenn wir diese Zeit des sogenannten Shutdown irgendwie erleben, dann ist es auch immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen. Es ist eine Schule Gottes für uns, ein Stück weit nachzuempfinden, einen kleinen Einblick darin zu haben. Und es ist so gnädig, weil es überhaupt nicht so schlimm ist einen kleinen Einblick zu haben in das, was Geschwister teilweise auf dieser Erde tagtäglich erleben, auch ohne Corona, dass sie sich verstecken müssen, dass ähm, ja die einfach überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben, sich zu treffen. Und sie haben noch nicht mal die Möglichkeit, dann auch online solche Angebote zu machen oder zu wahrzunehmen. Beziehungsweise Sie können solche Angebote wahrnehmen. Teilweise ist es die einzige Möglichkeit, wie Sie überhaupt Gottesdienste mitbekommen können über irgendwie einen Radiosender oder ja, vielleicht auch einen Fernsehsender. Aber selbst das muss dann sehr behutsam und vorsichtig gemacht werden, damit niemand etwas davon mitbekommt. Und das ist schon krass, oder wenn man sich das mal überlegt. Dieses Maß an Verfolgung. Und darum geht es in 2. Mose 1, um Verfolgung. Es geht um das, die Verfolgung des Volkes Gottes. Es geht darum, ähm, letztendlich, was Johannes sagt, im Johannesevangelium Kapitel 1 sagt: das Licht kam in diese Welt. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Aber das ist das, was die Finsternis versucht, was ähm, die Macht dieser Finsternis, der Fürst der Welt, versucht. Er versucht, das Licht auszulöschen. Was ist das Licht? Das Licht ist das Leben. Das Licht ist die Liebe. Das Licht ist Gott selbst. Gott ist Licht. Er hat am Anfang gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und Johannes sagt uns in seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Jakobus beschreibt ihn in Jakobus 1 als den Vater der Lichter, in dem kein Wechsel der Schatten ist, das ist nur Licht. Aber die Finsternis versucht, das Licht auszulöschen. Es gibt einen Kampf. Paulus spricht davon in Epheser 6. Er sagt: Wir haben es mit einem Kampf zu tun. Wir stehen in einem Kampf. Deswegen wappnet euch, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke nicht in die eigene Stärke investieren, sondern sich ausstrecken nach der Kraft des Herrn. Und die Kraft des Herrn, die liegt wo ganz anders als in dem, was wir, wo wir uns ähm, Kraft suchen oder Kraft holen, wo wir uns ähm, stärken, menschlich gesehen. Ja, wir trainieren unsere Muckis. Wir trainieren vielleicht auch unsere, unser Hirn. Wir trainieren unsere Redefähigkeit. Wir trainieren unser selbstbewusstes Auftreten. Wir trainieren alles Mögliche. Alle möglichen Skills, alle möglichen Fähigkeiten versuchen wir uns anzueignen, damit wir stark sind und bestehen können in dieser Welt. Aber Gott sagt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Kampf ist nämlich nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist nicht ein menschlicher, ein weltlicher Kampf, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Und dieser Kampf hier, den wir auch im zweiten Buch Mose sehen, ist auch ein Kampf letzten Endes der Finsternis gegen das Licht. Das Finsternis, die Finsternis will das Licht auslöschen. Es geht um die große Verheißung, die über der ganzen Welt liegt. Nach dem Sündenfall, da kommt ein Nachkomme, da kommt ein Kind. Das ist die Weihnachtsbotschaft, jetzt zu Ostern, das ist doch schön, ne? die Weihnachtsbotschaft. Ähm, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, auf seinen Schulter ruht die Herrschaft. Er ist der Retter, ein Kind wird kommen, ein Kind wird geboren, eine Frau wird schwanger werden, eine Frau wird gebären. Interessant, wie das so die ganze, die, die ganze Bibel durchzieht, dieses Thema. Am Anfang, wie gesagt, 1. Mose 3, Vers 15, sagt Gott das zur Schlange. Es wird Streit sein, es wird Kampf sein zwischen deinem Nachkommen und dem Nachkommen der Frau. Du wirst ihm in die Ferse beißen und er wird dir den Kopf zermalmen. Und dann am Ende, in Offenbarung 12, gibt es dieses, diese Vision im Himmel, die Johannes hat, diese merkwürdige Vision von dieser fürstlichen Frau, die, ja, die schwanger ist, die ein Kind bekommt. Und dann dieser alte Drache, der der Teufel ist, wie Johannes uns das erklärt, der versucht, dieses Kind zu verschlingen sobald es geboren ist das ist die alte geschichte auch hier in erst, im zweiten buch mose geht es um, dieses, um diese geschichte dass gott rettung schafft in größter schwachheit in größter verletzlichkeit ein kind wird geboren und das wird zum retter durch diesen durch dieses kleine Schutzlose, hilflose Wesen wird der Schlange der Kopf zertreten. Durch diesen hilflosen, leidenden Jesus am Kreuz wird der Schlange der Kopf zertreten. Das ist die Weisheit Gottes, das ist nicht die Weisheit der Welt. Paulus sagt es in 1. Korinther 2. Das ist die Weisheit Gottes. Sie ist Ganz anders als die Weisheit der Welt. Deswegen kannst du dich mit der Weisheit der Welt wappnen, wie du willst. Du wirst keine Chance haben gegen die Finsternis. Du musst dich wappnen mit der Stärke Gottes. Und die liegt in großer Schwachheit. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, sagt Paulus. Es liegt darin, es zuzulassen, ganz angewiesen zu sein auf die große, übermächtige Macht Gottes. Ganz ausgeliefert sein. Die Kraft liegt im Vertrauen, im Glauben. Der Glaube ist das, was die Welt überwindet. Unser Glaube, unser Vertrauen in den mächtigen und starken Herrn. <laughs> die Finsternis sie arbeitet mit allen mitteln mit allen tricks der teufel kennt alle mittel er kennt die hinterlistigen verführungen und tricks und er kennt die offensichtlichen heftigen anfeindungen und er hat es abgesehen auf die die schwach sind die schutzlos sind er hat es abgesehen auf die kinder gottes und gerade auf die Kinder der Kinder Gottes. Umso wichtiger ist, dass sie Schutz erfahren. Und Gott schützt seine Kinder. Er befähigt sie aber auch, ein Schutz zu sein für andere. Er befähigt uns, er rüstet uns aus. Er sendet uns, dass wir in großer Schwachheit, so wie wir sind, in aller Schwachheit, ihm dienen und dadurch zum Schutz und zum Segen für andere werden, die angegriffen werden. Und so ist es hier in der Geschichte von den Hebammen in 2. Mose 1, und wir steigen jetzt einfach mal hier in den Text ein. 2. Mose 1, Vers 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, über die, diese finstere und hier sehr offensive, offensichtliche Art und Weise des Teufels, ähm, ja, gegen Gottes Volk vorzugehen. Ich fand es nochmal interessant, das zu bedenken. Es geht in der ganzen Verheißung Gottes, geht es um den Nachkommen. Es geht um diesen Samen. Es geht um den Samen. Das ist eigentlich das hebräische Wort, was für Nachkommen steht, in der Einzahl. Der Same der Frau. Es geht um Abrahams Samen. Ihm ist verheißen zum Segen zu werden für alle Geschlechter. Der Sohn ist der Same. Lass uns mal jetzt Johannes 12 aufschlagen. Jesus wusste das. Ich bin der Same. In Johannes 12, Vers 24 sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Gottes Heilsplan auf, ähm, entfaltet sich im Laufe der Geschichte. Und es wird deutlich, dass dieser Same, der Nachkomme der Frau, tatsächlich ein Same ist, der in die Erde fallen muss, auf die Erde kommen muss, in die Erde gelegt wird als Toter, in das Grab hineingelegt wird. Das Samenkorn, das sterben muss. Der Same, er muss sterben, damit er viel Frucht bringt. Er ist der Same. Der Same ist hindurchgewandert durch die Generationen, bis er gekommen ist. Der Sohn, der der Same für das Reich Gottes ist, für die neue Schöpfung. Das Samenkorn, was Gott in die Erde hineinlegt, um seine neue Welt aufblühen zu lassen. Jetzt ist dieser Samenkorn in die Erde gefallen und er hat viel Frucht gebracht. Viele Früchte, wo viele Samenkörner drin sind. Was ist denn das Samenkorn noch? Wie wirkt dieser Same, dieser Nachkommen heute? Das finde ich auch unglaublich spannend und interessant. Lass uns mal 1. Petrus. Ähm Eins ist es. Erste Petrus eins ausschlagen. Erste Petrus eins, Vers 23. Ihr seid wiedergeboren, sagt Petrus, zu den Christen, zu denen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die das Evangelium gehört und im Glauben angenommen haben. Hier steht, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Jesus ist das Wort, sagt Johannes am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und es war in allem Gott gleich. Das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch. Es lebte unter uns. Es ist Jesus selbst, das Wort Gottes. Dieser Same, dieser unvergängliche Same, der Gestalt gewinnt und auf diese Erde kommt, stirbt. In das Grab gelegt wird und viel Frucht bringt, weil Menschen durch ihn zum Leben kommen, die Jünger, sie sind zum Leben zum ewigen Leben gekommen, sie sind aus dem Geist neu geboren worden, als sie den auferstandenen gesehen haben und gehört haben und angefasst haben. Sie haben das lebendige Wort Gottes, in sich aufgenommen durch den Heiligen Geist. Das Wort Gottes ist in sie hineingekommen. Und was passiert? Es ist ein neuer Mensch entstanden, eine Wiedergeburt. Jetzt haben wir diesen Samen in uns. Und wie geht es jetzt weiter? Die Jünger, sie sind hinausgegangen mit diesem Samen und was haben sie gemacht? Den Samen ausgestreut. Sie sind gewachsen. Sie sind selber zu Leuten geworden, die Samen ausgestreut haben. Sie sind selber zum Samen geworden dadurch, dass sie ihr Leben hingegeben haben für Jesus. Wie wir letztes Mal auch gelesen haben, das Zitat von ähm, Tertullian aus dem zweiten Jahrhundert, der sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der neuen Christen. Das eigene Leben hat Jesus hingegeben und hat mit seinem Leben bezeugt das Wort Gottes. Er hat durch sein Leben, durch sein, sein Lebenshingabe an, an Gott hat er neues Leben gezeugt in uns. Wir haben den Samen empfangen und wir dürfen auch Menschen durch diesen Samen, indem wir ihn weitergeben. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Schöpferkraft. Es ist der Same Gottes, es ist das Wort Gottes, was wir weitergeben und durch das Menschen neu geboren werden. Und deswegen wollte die Finsternis Christus auslöschen. Weil sie wusste, dass es ein einer der den Samen ausstreut und der wird sich über die ganze Erde verbreiten. Das ist schlimmer als Löwenzahn. Meine Frau hat heute wollte heute irgendwie Löwenzahn abschneiden, damit sich der der verbreitet sich ja wie sonst was Aber das Wort Gottes Jesus hat gesagt dieses Evangelium wird verkündet werden auf der ganzen Welt und der Teufel kann nichts dagegen machen. die Finsternis kann es nicht aufhalten. Aber sie versucht es die ganze Zeit, von Anfang an. Und hier bei Mose sind wir 1500 Jahre ungefähr vorher. Mose ist auch ein Retter. Er soll das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Er ist ein Prophet, wie vorher keiner vor ihm war. Er ist auch der Prophet, nach dem alle anderen Propheten, auf den alle anderen äh, Propheten na, zu dem alle anderen propheten aufgeschaut haben <laughs> oh yeah, yeah. Ähm, mose der große prophet der das wort gottes dem volk israel verkündet hat die großartigen offenbarungen am berg horeb der teufel wollte nicht dass er das volk israel rettet er wollte nicht, dass Mose das Volk Israel hinausführt aus Ägypten. Er wollte nicht, dass Mose das Wort Gottes verkündet. Er wollte nicht, dass das Volk Gottes gesammelt wird und aufgerufen wird, ein heiliges Volk zum Eigentum für Gott zu sein. Er wollte nicht, dass durch Mose die ganzen Offenbarungen bezüglich des Opfers, durch das Sünde hinweggenommen wird, dass das alles kommt. Das wollte der Teufel nicht. Und er hat so versucht durch den Pharao zu verhindern, dass ein Mose geboren wird überhaupt. Beziehungsweise dass ein Mose erwachsen wird. Okay, wir gehen hier zurück. Erste Mo äh, zweite Mose 1. Das steht in Vers 17: Aber weil die Hebammen Gott fürchteten. Taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Das Wichtige ist hier, weil die Hebammen Gott fürchteten. Es gibt viele Gründe, warum wir dem König oder der Regierung ungehorsam sind. Aber nur einer hat vor Gott Bestand, ein einziger. Wenn es gilt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, dann sollen wir der Regierung ungehorsam sein. Nur dann. Nicht, weil es uns zu unbequem ist, weil es uns nervt, weil wir keinen Bock drauf haben. So oft ordnen wir uns der Regierung nicht unter, weil wir keinen Bock haben. Weil es uns zu nervig ist, zu anstrengend. Weil es uns zu viel Unannehmlichkeiten verschafft. Weil wir dann darunter leiden müssen. Weil wir Verluste einstecken. Weil es uns was kostet. Es sind alles egoistische, selbstsüchtige Motive. Und Gott lässt das nicht bestehen. Er sagt: Ordne dich der Regierung unter. Ob es dir passt oder ob es dir nicht passt. Es gibt nur einen Grund. Und dann sollen wir widerstehen. Dann müssen wir widerstehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aus Gottesfurcht. Um des Gewissens willen. Und Geschwister, in der Vergangenheit haben Menschen um des Gewissens willen Widerstand geleistet der Regierung. Und sie haben es oft in den allermeisten Fällen mit dem Leben bezahlt. Es ist was wunderbares, wenn wir solch gottesfürchtige Menschen sind, dass es uns viel wichtiger ist, was Gott von uns denkt, als das, was Menschen von uns denken. Es ist etwas wunderbares, wenn wir solche Gottesfurcht haben, dass wir bereit sind, alle möglichen Konsequenzen auf uns zu nehmen, nur um unseren Gott Treu zu sein. Und das ist etwas Wunderbares hier an diesen Frauen. Sie sind Frauen. Sie haben vielleicht eine höhere Position unter den Hebammen, den hebräischen Hebammen Ägyptens. Das ist äh, ungefähr so, sie sind die Königin der Kloputzerin. <laughs> Vielleicht ein bisschen überzogen. Ja, Stefan, natürlich ist wieder völlig überzogen. Ja, ja. Du hättest ein viel besseres Beispiel gewählt. Nein. Ja, aber wir müssen uns klar machen, sie waren Sklaven. Auch wenn sie vielleicht eine übergeordnete Position unter den hebräischen Ebammen hatten, waren sie doch ein Nichts, ein Niemand für den Pharao. Und er hat gesagt, ihr macht das fertig. Ihr tötet die Jungs. Aber sie fürchteten Gott mehr. Sie fürchteten Gott und taten nicht, was der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Vers 19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: "Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie schon geboren." Das klingt ja wie eine faule Ausrede. Vielleicht äh, klingt es auch so wie eine Lüge. Es muss hier keine Lüge sein. Es kann durchaus sein, dass die hebräischen Frauen, dadurch, dass sie einfach ein ganz anderes Leben geführt haben, als die ägyptischen Frauen, ähm, wesentlich kräftiger waren. Ähm, sie sagen auch jetzt nicht betont, alle hebräischen Frauen, sie sind klug wie die Schlangen. Und das hat Jesus gesagt. Lass uns das mal aufschlagen. Matthäus 10, Vers 16. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Das ist die Situation der hebräischen Hebammen. Sie sind Schafe mitten unter Wölfen. Sie haben überhaupt keine Chance gegen die Macht des Pharaos. Aber sie haben den Ruf Gottes vernommen, der einfach darin besteht, dem Leben zu dienen. Gottes Gebot an Noah war, du sollst nicht töten. Das galt für die ganze Menschheit. Sie wussten, Gott will, dass die Kinder, die wir zur Welt bringen, dass sie leben. Wir sollen sie nicht töten. Das will Gott nicht. Gott will das Leben. Gott will, dass diese Kinder leben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Dienst von Gott. Gott sendet uns, jeden einzelnen von uns. Wir sind alle Apostel. Es gibt natürlich Apostel im strengeren Sinne, im engeren Sinne. Diejenigen, die gesandt sind, die das Evangelium zu verkünden, die Verkündiger des Evangeliums sind. Die Zeugen der Auferstehung Christi sind, das ist vielleicht noch eine engere Kategorie von Aposteln. Aber im weiteren Sinne sind wir alles Missionare. Wir sind als Kinder Gottes gesandt in diese Welt. Wir sind das Licht der Welt. So sagt Jesus das zu seinen Jüngern. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind gesandt. So wie ich gesandt bin vom Vater, so sende ich euch, sagt Jesus. Wir sind Gesandte. Aber wir sind auch alle Schafe unter Wölfen. Wir haben nicht die Power, wir haben nicht die Macht. In der Geschichte wird das Christentum immer wieder als die Religion der Machtlosen bezeichnet. Und das ist so. Wir sind nicht die mit der Power. Und als das Christentum zur Macht gekommen ist, da hat es sich für die Macht der Finsternis geöffnet. Das muss man ganz brutal so sehen. Die Kirchengeschichte, in dem Moment, wo die, die Christen... Meinten, sie müssten Macht ergreifen. Haben sie einen Pakt geschlossen mit der Welt und dahinter natürlich mit dem Fürsten der Welt. Und dadurch ist Sauerteig in den reinen Teig hineingekommen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir, gehören wir zu den Machtlosen. Gehören wir nicht zu den Starken, zu den Mächtigen? Und wir sollten uns nicht verführen lassen, zu glauben, dass wir es sein könnten. Wir sollten uns an das halten, was Jesus sagt. Er sagt: Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also sei nicht dumm, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Aber du sollst die Lüge ablegen dem betrug das ist nicht im willen gottes dann sagt er hier weiter und das ist wichtig zu sehen wie es hier weitergeht was jesus weiter sagt hütet euch aber vor den menschen dass wir hineingesandt sind und dass wir wissen dass gott mit uns ist das bringt uns nicht dazu so dumm dreist durch die gegend zu rennen und sagen ja gott ist ja mit mir was kann mir schon passieren Jesus sagt seinen Jüngern, passt auf. Denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Petrus war es dann ganz wichtig, in seinem Brief darauf hinzuweisen, dass er sagt, es möge bitte nicht geschehen, weil ihr sündigt, dass ihr vor Gericht kommt. Es möge. Um dem, des Namens Christi willen sein, um dessen Willen, dass ihr Gutes tut. Um meinetwillen werdet ihr geführt werden, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Es soll ein Zeugnis sein für Jesus, wenn wir vor Gericht geführt werden. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Geschwister, wir haben eine große Verheißung, dass Gott uns beisteht. Aber er steht uns nicht bei mit menschlichen Machtmitteln. Wir sollen und können uns nicht verlassen auf unseren Intellekt, auf unsere Fähigkeiten, uns gut verteidigen zu können sondern wir sollen tatsächlich uns enthalten. Er sagt, bereitet euch nicht vor. Wenn du anfängst, das mal durchzuspielen, was sage ich, wenn ich na, in die und die Situation... Hör auf damit. Jesus sagt, lass es. Vertrau auf das, was der Heilige Geist dann durch dich spricht. Gott sagt, in seinem Wort hier in 2. Mose 1 nicht insbesondere etwas über die Frauen über ihre Antwort er qualifiziert das jetzt nicht im einzelnen ob das hier durch den heiligen Geist gesprochen ist klug wie die Schlangen ohne falsch wie die Tauben aber er bewertet es auch nicht negativ sondern hier werden die Hebammen rein positiv gesehen Gott Sagt hier, oder es heißt hier jetzt in Vers 20, und Gott tat den Hebammen Gutes. Es steht aber noch mehr da. Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr, sehr stark. Oder wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Das Gute, was ihnen gegeben wurde, Das war echt überzogen. Das, das war echt überzogen, Bruder. Okay. Ähm, das Gute, was ihnen gegeben wurde, wurde ihnen gegeben, weil sie Gott fürchteten. Nicht, weil sie eine kluge Ausrede gefunden haben. Ähm, Gott zu fürchten, das ist das Oberste. Das oberste Ziel. Und in Matthäus 10 geht es nachher weiter, dass Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Müssen wir nochmal hinspringen. Ich bin jetzt hier so raus. Ich, äh, <laughs> jetzt müssen wir leider nochmal wieder die Seite suchen, Matthäus 10. Äh. Vater, vergib ihm, er wusste nicht, was er tut, der Stefan. <lacht> äh. <lacht> Matthäus 10. Ähm, Jesus sagt nämlich in Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Ich glaube schon, dass es eine ganz reale Gefahr für die Hebammen war. Sie wussten, das kann uns das Leben kosten hier. Aber es steht, sie fürchteten Gott. Sie fürchteten nicht den Pharao. Sie fürchteten Gott. Und deswegen haben sie so gehandelt. Sie haben vielleicht schon auch Angst gehabt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, wir haben mit Ängsten, mit Gefühlen der Angst zu, zu kämpfen. Aber das Entscheidende ist was, ist, was hat die Oberhand? Lassen wir uns leiten von menschlichen Angstgefühlen, wenn es um, um den Dienst für Gott geht, wenn es darum geht, Gott treu zu sein in dem Dienst, den er uns gegeben hat. Oder sagen wir nein, das ist wichtiger. Das, was Gott mir gegeben hat, ist wichtiger als mein physisches Leben. Und Jesus sagt ja auch, sie können euch nur den Leib töten, die Seele aber nicht. Ihr lebt, ihr habt ewiges Leben, als Kinder Gottes habt ihr ewiges Leben, ihr braucht nicht euch bestimmen lassen von Todesfurcht. Nein, er sagt hier sogar, fürchtet euch aber vor dem, oder fürchtet aber vielmehr den, habt Ehrfurcht vor dem, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und wie diese Gottesfurcht aussehen soll, das sagt er hier weiter. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr, ihr seid viel wertvoller als viele Sperlinge. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, weil Gott euer Leben in seiner Hand hält. Die können euch noch nicht mal den Leib nehmen, ohne dass Gott sein Ja dazu gibt. Das ist wahre Gottesfurcht, dass ich gewiss bin, dass weder Tod noch Leben mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Römer 8, ähm, Vers 39. Und weder Hohes noch Tiefes. Weder Engelmächte noch Gewalten, ne? weder Gegenwärtiges noch zukünftiges. Keine Kreatur kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Braucht keine Angst zu haben. Aber fürchte Gott. Und das, was uns Mose deutlich macht, ist: Gottes Furcht lohnt sich. Gottes Furcht wird belohnt. Gott segnet den Gottesfürchtigen. Immer und immer wieder lesen wir das. Gott tat den Hebammen Gutes denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Und sie bekamen Nachkommen. Er baute ihnen Häuser, steht da wortwörtlich. Sie hatten ein Haus. Sie haben eine Familie empfangen. Wie Jesus den Jüngern sagt, wenn du, wenn du alles verlässt, um meinetwillen, wenn du dein Leben aufs Spiel setzt, wenn du Dich selbst verlierst um meinetwillen, dann wirst du das Leben gewinnen. Und Jesus sagt, ja, sogar Familie wirst du haben. Wenn du Familie verlässt um meinetwillen, du wirst Familie haben. So segnet Gott hier die Hebammen mit Familie, weil sie ihn fürchteten. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, und jetzt wird es krass, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Jetzt gebietet er seinem Volk, den Ägyptern, tut es. Tötet die Söhne, tötet die Jungs. Was ist hier jetzt mit gemeint? Die Aussage kann zweierlei gedeutet werden, auf zwei Weisen. Das eine, dass tatsächlich alle Jungs getötet werden sollen. Unterschiedlich. Egal, ob Ägypter oder Hebräer. Diese Deutung macht aber nicht so viel Sinn. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir dann sehen in der weiteren Geschichte in Kapitel 2, dass die, ähm, die äh, Tochter des Pharaos, als sie dieses, diesen, diesen kleinen Mose findet dann im Körbchen, sofort weiß, es ist ein hebräischer Junge. Klar, vielleicht hat sie gesehen, dass er beschnitten ist. <laughs> Aber auch diese ganze Tatsache, dass, es, na, dass sie Mitleid hat mit diesem kleinen Jungen, weil er einer von diesen Hebräerjungs ist, die alle getötet werden sollten, alle in die Nil geworfen werden sollten. Ich denke schon, dass es ähm, richtig ist, inhaltlich richtig hier, den Zusammenhang zu sehen, dass es um die Söhne oder die, die Jungs Hebräer Babys, die männlichen Hebräer Babys geht, die in den nil geworfen werden sollen und zwar von den Ägyptern. Auf die hebräischen Hebammen ist kein Verlass. Also müssen es die Ägypter tun. Die Nachbarn sollen denunzieren, sollen ähm, das, die, die schmutzige Arbeit tun. Und Nachbarn können so so finster sein, gesteuert von der Finsternis. Das System der Denunziation kann so furchtbar sein. Das haben wir in Deutschland erlebt. Unter den Nazis, aber auch in der DDR. Wir Deutschen sind da super drin. Und jetzt, zu Corona-Zeiten, gibt es so viele Leute, die andere Leute anzeigen, weil sie irgendwas Verbotenes gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben davor, ne, dass die Krankheit sich ausbreitet, weil sie von Ängsten bestimmt sind. Keine Ahnung. Und manchmal ist es auch vielleicht geboten, mal zu sagen: Hey Leute, das geht so nicht. Das könnt ihr nicht machen. Aber dieser Denunziationsgeist, den hat der Pharao genutzt, um das Volk Gottes auszulöschen. Also der Pharao holt aus zum nächsten Schlag, um das Licht auszulöschen. Aber das Licht wird nicht ausgelöscht. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Christus ist gekommen als Baby. Sie haben versucht, ihn auszumerzen. Herodes hat versucht, ihn zu töten. Sie haben ihn mehrmals versucht zu töten. Sie konnten es nicht. Gott hat seine schützende Hand über ihn gehalten, die ganze Zeit über. Und dann, als der Moment da war, als die Zeit gekommen war, dass er sein Leben geben sollte für unsere Sünde, da hat Gott seine Hand zurückgezogen. Und Christus hat sein Leben hingegeben. Niemand konnte es ihm nehmen. Er hat es freiwillig hingegeben. So ruft er auch uns dazu auf. Lege deine, dein Leben ganz vertrauensvoll in die Hand Gottes. Und er bewahrt dein Leben. Er schützt es. Er behütet es. Er nutzt alle möglichen äh, und unmöglichen äh, Dinge, Umstände, Menschen, um dich zu schützen. Deine Hebamme damals. Ich weiß nicht, ob du deine Hebamme kennst. Ich kenne meine nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Hebamme gab damals, als ich geboren wurde. Oder ob das einfach äh, ein Arzt war oder was weiß ich, wer da alles dabei war. Keine Ahnung, waren bestimmt Hebammen dabei. Ich kenne sie nicht. Sie hat mein Leben gerettet. <laughs> ähm, ja. So viel, so, so, so sehr ist Gott um dein Leben bemüht, dass er ständig dein Leben rettet. Aber er sagt dir: Folge meinem Sohn Jesus Christus nach und stell dein leben als lebendiges opfer zur verfügung und sei bereit dein leben einzusetzen so wie christus sein leben eingesetzt hat für uns sei ein same sei zeuge jesu christi gib das wort weiter so dass das wort neues leben zeugt so dass das wort läuft um die ganze erde dass der Tag kommt, wo, wo sich das erfüllt, dass das Evangelium auf der ganzen Erde verkündet wurde. Lass uns gegen das, die Finsternis kämpfen mit den Waffen des Lichts, in großer Schwachheit, menschlich gesehen, armselig, aber doch mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, mit der Weisheit Gottes, mit der Liebe Gottes. Ja, lass uns zusammen, mein Bruder Jurek hat noch das Abendmahl hier bereitgestellt, das ist schön, dann können wir noch Abendmahl nehmen. Für alle die, ähm, ja, die vielleicht was bereitgestellt haben, die können jetzt mit uns Abendmahl feiern, die anderen können sich schnell noch was holen, Eine Augenblick Zeit haben wir noch, vielleicht singen wir erst noch ein Lied.